Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So, Freunde, ich wollte euch mal noch eine kleine Zündanlage vorstellen, die ich bei Wish bestellt habe. Gekostet hat das Ganze 17 Euro plus 10 Euro Versand, also 27 Euro. Sie gibt es momentan auch teurer oder billiger, je nachdem wann ihr kauft. Ich wollte euch aber mal eine kleine Billig-Zündanlage vorstellen. Das ist jetzt eine 12-Kanal-Zündanlage und alle Einzelheiten zeige ich euch gleich, wie es innen drin aussieht, was im Lieferumfang enthalten ist von Wish, wie lange der Versand dauert und ob ich zufrieden bin mit der oder nicht. Wir machen danach noch einen kleinen Zündtest, ob die Zündanlage auch funktioniert. Ich zeige euch einen kleinen Trick, wie ihr alle mit einmal zünden könnt, aber dazu gleich mehr. Also wir sehen uns gleich zur näheren Aufnahme der Zündanlage. So, Freunde, wir gehen jetzt mal ein bisschen näher auf diese Zündanlage drauf ein. Wir haben eine 12-Kanal-Zündanlage. Sie hat angeblich eine Reichweite von, also der Zünder, also die Fernbedienung hat angeblich eine Reichweite von 800 Meter, ist angeblich Wasser, also waterproof, also wassergeschützt, beziehungsweise wasserfest, energiespararm und hat ein Prüflicht, das wird angegeben. Im Lieferumfang sind auf jeden Fall 12 Zünder mit dabei. Ihr habt drei kleine Kanäle, also drei kleine Module sozusagen mit A4 Kanälen. Das macht dann eine Summe von 12. Ihr habt eine Fernbedienung mit dabei, mit natürlich An- und Ausknopf. Und ihr könnt dann einzeln die Kanäle zünden, wie ihr lustig seid. Programmierbar ist diese Anlage jetzt nicht. Es ist einfach nur für Hobbyfeuerwerker, für Privatpersonen, sage ich jetzt mal, die ein bisschen mehr Zeit investieren möchten in ihr Hobby. Geld nicht unbedingt, weil wie gesagt, die Anlage ist sehr günstig, deswegen stelle ich es euch vor. Batterien sind nicht im Umfang enthalten, ihr braucht aber auf jeden Fall für jede Zündanlage, es sieht immer so schwer auf, Moment. So, ich habe es offen, ihr braucht auf jeden Fall 4 3xA Batterien für 2xA, so rum, 2xA Batterien für diese Zündanlagen. Das macht natürlich in der Summe 12 Batterien für alle 4 Module. Die Module an sich haben an der Seite einen An- und Ausknopf. Wir machen das mal an und dann seht ihr schon, es blinken Lampen. Wir haben jetzt hier Module 9 bis 12. Dementsprechend würde ich mal behaupten, ich weiß immer ja nicht, ob das hier scharf ist heute. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt Kanal 9 und 12 offen. Und wir drücken einfach mal auf die 9 und ihr seht schon, der Kanal wird gezündet. Wir drücken auf die 10, es wird gezündet und so weiter und so fort. So, ich mache mal kurz ganz schnell alle an. So. Gucken, ob man das auch so sieht. So, jetzt müsstet ihr das eigentlich so sehen können. So, na, kippt immer wieder um. So, jetzt auch. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei dieser Anlage die 6 und die 8 gleichzeitig drückt, gehen alle Kanäle gleichzeitig los. Ich drücke jetzt mal die 6 und die 8. Und wie ihr seht, sind alle Kanäle gleichzeitig geschossen worden. Falls man mal draufkommt aus Versehen auf beiden Kanälen, ist das natürlich schlecht, aber ich finde es eigentlich ganz gut. So, da wir jetzt nochmal gucken wollen, ob die Zündanlage funktioniert, würde ich sagen, ich bereite mal einen kleinen Test vor mit Bonsai-Fontänen und dann gucken wir mal, ob die Zündung auch funktioniert. Bis jetzt muss ich sagen, für den Preis kann man da nichts verkehrt machen, wenn man sich mal eine kleine Anlage zulegen möchte. Und die ersten Zünder sind auch dabei, von daher von mir jetzt schon mal eine kleine Empfehlung. Außer sie zündet nicht, dann natürlich nicht. Und mir schnurrt die ganze Zeit eh noch vor die Füße. Moment. Guck mal da, rein. Wow, ja. Die schnurrt mich schon die ganze Zeit an, jo. So, gut, ich bereite vor und wir sehen uns gleich dann zum Test. Mach mal, Ole. Jo. So, wir kommen jetzt mal zum kleinen Zündtest. Wir haben Kanäle 1, 5 und 9 belegt. Und da würde ich mal sagen, zünden wir mal Kanal 1.
5. Ja, Kanal 5 hat gezündet, aber die Zündschnur ist nicht angegangen. Und Kanal 9. Ja, wie ihr seht, wird es funktionieren. Ich habe jetzt nur die, wie soll ich es euch am besten erklären? Ich habe, wo sind wir denn hier? Da sind wir. Ich habe nur die Zündschnüre mit der roten Kappe verbunden. Deswegen wird, denke ich mal, Kanal 5 nicht gezündet haben. Aber, ja, trotzdem einwandfrei. So, ich komme gleich nochmal zum Schlusswort und dann erkläre ich euch noch, wie lange das dauert mit dem Versand. Tja, Freunde, die Anlage kostet, wie gesagt, knappe 30 Euro mit Versand oder sagen wir mal 25 bis 30 Euro. Ihr bekommt 12 Zünder, 3 Module mit insgesamt 12 Kanälen, eine Fernbedienung und für den Preis, muss man ganz klar sagen, lohnt sich der Kauf. Man wartet ungefähr 2,5 Wochen bis 4 Wochen. Ich habe 2 Wochen gewartet, dann war sie da und für den Preis könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen, ganz ehrlich. So, damit würde ich mich erstmal verabschieden von euch. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen, was das Thema Wischzündanlagen betrifft oder billige Zündanlagen. Normal bezahlt man so im Schnitt für eine MS 12 Plus zum Beispiel, auch eine 12-Kanal-Zündanlage. Bei S-Stutz bezahlt man momentan 112 Euro, glaube ich, oder 120 Euro, je nachdem. Also so in den Dreh fangen kleine Anlagen an. Ja, damit verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Video. Macht's gut!